Ich begrüße Sie zum Video Pseudotensoren, Polarvektoren und Axialvektoren. Im vorletzten Video, Tensorrechnung Nummer 16, hatte ich das Transformationsverhalten des kovarianten Epsilon-Tensors hergeleitet. Dabei sind wir von zwei verschiedenen kovarianten Basen im dreidimensionalen Raum ausgegangen, die ich hier einmal mit B1 und B2 bezeichnet habe. Und der kovariante Epsilon-Tensor in der Basis B1, den bezeichne ich hier mit Epsilon, unten indiziert mit L, M und N. Und in der Basis B2 entsprechend lautet der Epsilon-Tensor dann Epsilon-Dach, unten indiziert mit I, J und K. Bei einer Transformation von der Basis B1 in die Basis B2 ergab sich dann folgendes Transformationsverhalten, das ich hier im blauen Kasten noch einmal hingeschrieben habe. Und wir stellen hier fest, dass sich der Epsilon-Tensor bis auf das Vorzeichen offensichtlich so transformiert wie ein kovarianter Tensor dritter Stufe. Das heißt, bis auf das Vorzeichen der Transformationsdeterminante, und dieses Vorzeichen hatten wir gesehen, kann entweder plus oder minus 1 sein. Wobei groß A die Matrix ist mit den Elementen A unten, I oben, J, und das ist die Transformationsmatrix von B1 nach B2. Bedenken Sie, dass für diese Transformationsmatrix auch eine inverse Matrix existiert. Das heißt, die Matrix A selbst muss eine reguläre Matrix sein, und das hat zur Folge, dass die Determinante dieser Transformationsmatrix auf jeden Fall ungleich 0 sein muss. Also der Fall, dass die Determinante A gleich 0 ist, kann hier nicht auftreten. Und das führt uns jetzt zur Definition, die ich hier schon einmal vorbereitet habe. Ein Tensor, der sich bis auf das Vorzeichen wie ein Tensor transformiert, nennt man einen Pseudotensor. Und das müssen wir hier zwei Fälle einmal unterscheiden. Nämlich der erste Fall ist der, dass die Transformationsdeterminante positiv ist. Und in diesem Fall gilt dann Folgendes. Ein Pseudotensor transformiert sich in diesem Fall wie ein richtiger Tensor. Und im letzten Video, Tensorrechnung Nummer 17, das möchte ich hier vielleicht nochmal vermerken, hatten wir Folgendes gesehen. Wenn die Basis B1 ein Rechtssystem bildet, dann wird dieses Rechtssystem in diesem Fall wieder in ein Rechtssystem überführt. Bildet dagegen die Basis B1 mit den Basisvektoren G1, G2 und G3 ein Linkssystem, dann wird hier in diesem Fall ein Linkssystem wieder in ein Linkssystem überführt. Ist dagegen die Transformationsdeterminante negativ, dann erhalten wir folgendes Resultat. Ein Pseudotensor transformiert sich dann in diesem Fall nicht wie ein Tensor. Und das hat zur Folge, das haben wir auch im letzten Video wieder gesehen, dass in diesem Fall, wenn die Basis ein Rechtssystem bilden würde, dann wird dieses Rechtssystem durch diese Transformation in ein Linkssystem überführt und entsprechend ein Linkssystem in ein Rechtssystem überführt. Und dann kommen wir zur nächsten Definition, die ja noch wichtig ist, und zwar erstens, ein Pseudotensor erster Stufe wollen wir ab jetzt immer bezeichnen als Pseudovektor oder auch als Axialvektor, wobei Axialvektor der gebräuchlichere Begriff ist. Und zweitens, echte Vektoren dagegen transformieren sich ja wie Tensoren erster Stufe, und die werden wir als polare Vektoren bzw. kurz nur als Polarvektoren bezeichnen. Und das Ganze möchte ich hier nochmal zusammenfassen in Formeln vielleicht. Und zwar betrachten wir zunächst einmal die Transformation von Axialvektoren, also Pseudotensoren erster Stufe. Und als Beispiel betrachten wir einmal den Vektor A mit den kovarianten Koordinaten A1, A2 und A3. Dann transformiert sich jede kovariante Koordinate bei einem Basiswechsel von B1 nach B2 durch A unten I Dach ist gleich ja zunächst einmal die Vorzeichenfunktion der Transformationsdeterminante multipliziert mit dem Matrixelement A unten I oben J multipliziert mit der kovarianten Koordinate A unten J. Dagegen transformieren sich Polarvektoren ja wie richtige Tensoren erster Stufe, und diesen Polarvektor habe ich hier mal mit groß P bezeichnet mit den kovarianten Koordinaten P1, P2 und P3. Jede kovariante Koordinate transformiert sich dann folgendermaßen, nämlich P unten I Dach ist gleich A unten I oben J multipliziert mit P unten J. Und als Beispiel betrachten wir einmal die sogenannte Raumspiegelung bzw. eine Spiegeltransformation, bei der drei Basisvektoren im dreidimensionalen Raum ihre Orientierung umkehren.
Und dieses habe ich hier schon einmal hingeschrieben, wie Sie sehen. Das Beispiel sieht folgendermaßen aus. Die Transformationsmatrix für eine Raumspiegelung von Kovarianten bzw. auch von kontravarianten Basisvektoren im dreidimensionalen Raum sieht dann folgendermaßen aus. Diese Matrix besteht auf der Hauptdiagonalen nur aus minus Einsen und alle anderen Elemente sind Null. Und Sie sehen hier sofort, dass die Determinante dieser Matrix offensichtlich minus 1 ergeben muss und damit ist die Vorzeichenfunktion dieser Determinante der Matrix ebenfalls minus 1. So, und wir betrachten jetzt einmal eine Basis, die ein Rechtssystem bilden soll. Und zwar gegeben sei hier einmal speziell jetzt eine kontravariante Basis, die ich mit B1 bezeichnen möchte. Die besteht aus den kontravarianten Basisvektoren G oben 1, G oben 2 und G oben 3. Und diese Basisvektoren sollen in dieser Reihenfolge ein Rechtssystem bilden und das habe ich hier als Skizze hier rechts schon einmal vorbereitet, wie Sie sehen. Im letzten Video hatten wir ja definiert, was wir unter einem Rechtssystem verstehen wollen. Das heißt hier insbesondere, blicken Sie von der Pfeilspitze des Basisvektors G3 auf die Ebene, die durch die beiden Basisvektoren G1 und G2 aufgespannt wird, dann lässt sich der Basisvektor G oben 1 in den Basisvektor G oben 2 im Gegensatz des Uhrzeigersinns hineindrehen mit einem Winkel Phi, wobei dieser Winkel Phi kleiner ist als Pi, aber größer als 0. Und das zeichnet gerade ein Rechtssystem aus. Und wir betrachten jetzt eine zweite Basis, die möchte ich hier mit B2 bezeichnen. Die besteht aus den kontravarianten Basisvektoren G oben 1 Dach, G oben 2 Dach und entsprechend G oben 3 Dach. Bei einer Raumspiegelung wird jetzt jeder Basisvektor mit dieser Transformationsmatrix, so wie sie hier oben steht, ich unterstreiche sie noch einmal, um 180 Grad gedreht und das möchte ich Ihnen jetzt einmal zeigen. Jeder Basisvektor, jeder kontravariante Basisvektor aus der Basis B2, also G oben J Dach, lässt sich ja berechnen, das hatten wir im Video Tensorrechnung Nummer 7 gezeigt, durch B unten I oben J multipliziert mit den Basisvektoren aus der Basis B1. Dieses Transformationsverhalten, das können Sie sich noch einmal anschauen im Video, das vermerke ich hier vielleicht noch einmal, im Video Tensorrechnung Nummer 7. Dort finden Sie das. Das heißt also explizit jetzt, wenn wir jetzt einmal den ersten kontravarianten Basisvektor G oben 1 Dach berechnen, ja, das ist doch gerade B unten I oben 1 multipliziert mit G oben I. Das heißt, wir brauchen von dieser Matrix hier oben jetzt die erste Spalte offensichtlich. Das ergibt dann minus 1 mal G oben 1 plus 0 mal G oben 2 plus 0 mal G oben 3. Also es bleibt hier nur noch übrig minus G oben 1. Das heißt, G oben 1 Dach erhalten Sie durch eine Orientierungsänderung von G oben 1. Und analog können Sie selber mal nachrechnen. G oben 2 Dach würde dann gerade minus G oben 2 ergeben und entsprechend G oben 3 Dach dann minus G oben 3. Und das habe ich hier in der Zeichnung schon einmal vorbereitet. Hier unter, wie Sie sehen, die ursprüngliche kontravariante Basis mit den Basisvektoren G1, G2 und G3, die ja schwarz dargestellt sind, bildeten ja ein Rechtssystem. Und jetzt erhalten wir durch diese Transformation, durch diese Spiegeltransformation, eine zweite Basis, die ja grün dargestellt ist, durch die Basisvektoren G oben 1 Dach, G oben 2 Dach und G oben 3 Dach, die dann offensichtlich ein links System bilden. Und ich möchte jetzt einmal zeigen, wie sich jetzt bei dieser Spiegeltransformation Polarvektoren transformieren. Also wir betrachten einen Polarvektor, also ein Tensor erster Stufe und diesen Polarvektor, den möchte ich hier mit P bezeichnen, mit den kovarianten Koordinaten P unten 1, P unten 2 und P unten 3. Und oben hatte ich ja hingeschrieben, wie sich solch ein Polarvektor transformiert. In der Basis B2 erhalten wir dann die Koordinaten P unten I Dach
Und die transformieren sich ja mit der Matrix, mit den Elementen A unten I oben J, multipliziert mit P unten J. Rechnen wir das konkret jetzt einmal aus, betrachten wir einmal P unten 1 Dach. Ja, dann müssen wir offensichtlich gerade die erste Zeile dieser Transformationsmatrix von oben nehmen. Das heißt, minus 1 mal P unten 1 plus 0 mal P unten 2 plus 0 mal P unten 3. Es bleibt hier also nur noch übrig, wie Sie sehen, minus P1. Entsprechend, wenn Sie jetzt P unten 2 Dach berechnen, erhalten Sie minus P unten 2 und P unten 3 Dach würde dann gerade minus P unten 3 ergeben. Das heißt, hieraus resultiert jetzt Folgendes. Wenn wir jetzt diesen polaren Vektor in der grünen Basis, also in der Basis P2 darstellen wollen, dann halten Sie den Vektor P Dach und der berechnet sich aus den kovarianten Koordinaten P unten I Dach multipliziert mit den kontravarianten Basisvektoren aus der Basis B2, also G oben I Dach. Nun haben wir aber eben gesehen, dass P unten I Dach sich ja transformiert wie minus P unten I und die Basisvektoren, das sehen wir hier oben noch, die transformieren sich ebenfalls durch minus G oben I. Das heißt, minus mal minus gibt hier offensichtlich wieder plus. Wir halten also P unten I multipliziert mit G oben I und das ist gerade die Darstellung dieses polaren Vektors in der Basis 1. Sie sehen also hier, in der transformierten Basis lautet der polare Vektor genauso wie in der ersten Basis B1. Das heißt, die Orientierung bleibt erhalten, die Länge bleibt erhalten und die Richtung bleibt erhalten. Und das habe ich hier rechts in dem Bild einmal hingezeichnet. Sie sehen also diesen polaren Vektor P in blau dargestellt, in der Basis B1 dargestellt, als auch in der Basis B2. Das Wesentliche hier ist, dass also offensichtlich ein Polarvektor bei einer Spiegeltransformation seine Orientierung beibehält. Und jetzt kann man sich fragen, ja, wie sieht das denn mit Axialvektoren aus? Und das möchte ich hier auch nochmal zeigen. Und zwar betrachten wir jetzt im zweiten Fall einmal Axialvektoren, also Pseudotensoren erster Stufe. Und wir betrachten einmal den Axialvektor groß A mit den kovarianten Koordinaten A1, A2 und A3. Der transformiert sich dann ja folgendermaßen, das hatten wir oben schon einmal hingeschrieben, ich schreibe das hier noch einmal hin, die kovariante Koordinate A unten I Dach errechnet sich dann aus der Vorzeichenfunktion der Transformationsdeterminante der Matrix A unten I oben J multipliziert mit A unten I oben J multipliziert mit der kovarianten Koordinate A unten J. Nun, in unserem Fall sieht es ja so aus, dass diese Vorzeichenfunktion dieser Determinante ja gerade den Wert minus 1 hat. Und das bedeutet, wenn wir jetzt konkret einmal die Koordinate A unten 1 Dach uns anschauen, in der Basis B2, dann erhalten wir als Vorzeichen schon mal ein minus 1. Und jetzt müssen wir diese Summe hier noch ausführen, das heißt, wir benötigen jetzt die erste Spalte der Transformation, die erste Zeile der Transformationsmatrix multipliziert mit den kovarianten Koordinaten. Das gibt also hier dann minus 1 mal A1 plus 0 mal A2 plus 0 mal A3. So dass hier insgesamt ja minus mal minus gibt ja plus, wie Sie sehen, wir halten hier A1. Entsprechend A2 Dach würde hier A unten 2 ergeben und A3 Dach ergibt hier A unten 3. Daraus resultiert doch jetzt Folgendes. Wenn wir jetzt diesen Vektor, diesen Axialvektor in der Basis B2 darstellen, dann erhalten wir den Vektor A Dach. Der lässt sich dann darstellen durch die kovarianten Koordinaten A unten I Dach multipliziert mit den kontravarianten Basisvektoren G oben I Dach. Und nun wissen wir ja, dass die kovarianten Koordinaten sich ja transformieren folgendermaßen. Für A unten I Dach können Sie schreiben, ist A unten I. Und die Basisvektoren allerdings, die transformieren sich ja mit einem negativen Vorzeichen, also mal minus g oben i. Ja, und das gibt dann zusammengefasst gerade minus a letztendlich. Das heißt also,
dass dieser Vektor a, dieser Axialvektor a, sich bei einer Spiegeltransformation so transformiert, dass sich seine Orientierung gerade umkehrt. Das heißt, der Vektor wird um 180 Grad gedreht, wobei die Länge als auch die Richtung beibehalten wird. Und das habe ich hier in einer Skizze noch einmal hingezeichnet, hier rechts, wie Sie sehen. Der blaue Vektor a in der Basis B1 und der blaue Vektor a, Dach in der Basis B2. Sie sehen also, die beiden Vektoren haben dieselbe Länge, dieselbe Richtung, aber eine entgegengesetzte Orientierung. So, nun kann man sich fragen, wo treten überhaupt solche Axialvektoren auf? Ein Beispiel möchte ich Ihnen dazu zeigen, und das kommt aus der Physik, und wir betrachten dazu einmal den Winkelgeschwindigkeitsvektor, der in der Physik mit Omega abgekürzt wird. Dazu stellen wir uns einmal eine Kreisscheibe vor, so wie ich das hier rechts hier hingezeichnet habe, die sich um eine Achse drehen möge, die sogenannte Drehachse. Ich zeichne hier jetzt mal die Drehrichtung hier durch 1 und Pfeil hier einmal ein. Dann wird hier in der Physik Folgendes festgelegt bzw. definiert. Und zwar soll der Winkelgeschwindigkeitsvektor per Definition immer parallel zur Drehachse zeigen. Und zweitens, der Betrag des Winkelgeschwindigkeitsvektors, das ist die Winkelgeschwindigkeit selbst, und die ist in der Physik definiert als der überstrichene Winkel pro Zeiteinheit, also d phi nach dt. Das möchte ich hier nochmal rechts reinzeichnen. Wir sehen hier, wenn sich das System hier dreht, dann wird ein gewisser Winkel überstrichen, und dieser Winkel hängt von der Zeit ab. Und drittens, wie sieht die Orientierung aus? Und da wird Folgendes definiert für die Orientierung. Und zwar erstens, oder A möchte ich das hier mal bezeichnen, wenn wir als Basissystem ein Rechtssystem vorliegen haben, dann müssen wir die rechte Handregel benutzen, um die Orientierung des Winkelgeschwindigkeitsvektors herauszubekommen. Das möchte ich Ihnen gleich einmal an einem Bild demonstrieren. Und B, falls wir ein Linkssystem haben, dann benötigen wir die sogenannte linke Handregel. Das erkläre ich jetzt gleich noch einmal, wie das zu verstehen ist. Und zwar habe ich da einmal eine Skizze hier vorbereitet. Wie Sie sehen, wir haben hier ein Rechtssystem als Basisvektoren wieder vorliegen mit den Kontravarianten Basisvektoren G1, G2 und G3. Links im Bild sehen Sie die drehende Scheibe. Ich deute nochmal die Drehrichtung hier an durch einen schwarzen Pfeil. Dann müssen wir, um die Orientierung des Winkel Omegas, des Vektors Omegas herauszubekommen, die Finger der rechten Hand in Drehrichtung zeigen lassen, und der gespreizte Daumen gibt dann die Richtung des Winkelgeschwindigkeitsvektors an. Also in diesem Fall hier nach oben. Im linken Bild dreht sich die Scheibe ja gerade entgegengesetzt, wie Sie sehen. Wir benutzen wieder die rechte Hand, und zwar deswegen, weil wir hier als Basissystem wieder ein Rechtssystem vorausgesetzt haben. Wir halten also die Finger wieder in Drehrichtung, und der gespreizte Daumen gibt dann die Richtung von Omega an. Also in diesem Fall hier nach unten. Haben wir dagegen jetzt ein Linkssystem, dann sieht das etwas anders aus. Ich sehe gerade, hier ist eine blaue Linie, die nicht da sein soll. Die nehme ich mal kurz weg. Haben wir also ein Linkssystem als Basissystem, und wir nehmen einmal an im linken Bild, dass die Scheibe sich dreht, so wie ich das hier durch diesen Pfeil noch einmal andeuten möchte, in diese Richtung. Dann nehmen Sie jetzt die linke Hand, die Finger zeigen in Drehrichtung, und der gespreizte Daumen gibt dann die Richtung von Omega an, oder die Orientierung besser gesagt. Und im rechten Bild sehen Sie, da dreht sich die Scheibe gerade entgegengesetzt. Auch hier nehmen wir die linke Hand, halten die Finger wieder in Drehrichtung, und der gespreizte Daumen gibt dann die Orientierung des Vektors Omega an. Und hier sehen Sie, warum dieser Winkelgeschwindigkeitsvektor ein Axialvektor ist, also ein Pseudovektor erster Stufe, wenn Sie so wollen. Das hängt einfach damit zusammen, wenn Sie von einem Rechtssystem auf ein Linkssystem wechseln, beziehungsweise von einem Linkssystem auf ein Rechtssystem. Und dazu schauen wir uns mal das rechte Bild hier unten an. Dieses hier, dort haben wir ja als Basissystem ein Linkssystem. Wir müssen die linke Hand nehmen, um die Orientierung von Omega rauszubekommen. Und Omega zeigt dann offensichtlich hier nach unten. Wechseln wir jetzt auf ein Rechtssystem und behalten diese Drehrichtung aber bei, dann sehen Sie, dann erhalten wir hier offensichtlich dieses Bild hier links.
In diesem Fall zeigt der Winkelgeschwindigkeitsvektor offensichtlich nach oben. Das heißt also, wechseln Sie das Basissystem, dann dreht sich hier automatisch auch die Orientierung des Winkelgeschwindigkeitsvektors um.